Der nächste Tag in Hannover-Schmünden. Heute will Frank Rosin ein weiteres Kahnproblem des Lokals in Angriff nehmen. Vorletzter Tag im Rinderstall und morgen ist großes Finale. Wir haben schon eine ganze Menge gearbeitet, aber es gibt immer noch ein ganz großes Problem. Das Damoklesschwert schlechthin, die Logistik. Und dazu gehört auch der Service. Und dafür habe ich mir heute was ganz Besonderes einverlassen, um das Thema noch mal richtig zu bearbeiten. Eine spezielle Nachhilfestunde wartet auf das Betreiberpaar. Hi. Hallo. Hallo. Na? Na, guten Morgen. Wie geht's? Moin. Gespräch gut verdaut von gestern? Mhm. Ja? Ja. Ja? Wirklich? Ja. Ja. Gut, dann lass uns zum nächsten Thema gehen. Morgen großes Finale, von daher, wir haben noch viel zu tun. Kommt mal mit. Morning, Flo. Hey, Frank. Na? Wie läuft's? Gut. Ja. Moin. Moin, hey. Pass mal, ich brauche mal sowas wie einen Zeigestock. Hast du da sowas? So etwas wie einen Zeugstock. Was ist das denn? Mhm. Modern. Was? Zeugstock. Geht doch. Mhm. Technik ist vorbereitet? Läuft alles. Alles klar, dann geht's los. Der Restaurant-Experte will Doreen und Esteban die Augen öffnen. So, ihr könnt euch hier beide hinsetzen. Ich möchte euch etwas vorspielen, um einfach anhand von Beispielen des ersten Testessens zu zeigen, welche Fehler gemacht worden sind. Ihr habt eine sehr gute Bewertung beim Essen gehabt, Service eine sehr schlechte Bewertung, aber das Chaos in der Küche geht natürlich auch mit dem Zulassen des Service. Richtig, genau. Okay, dann fangen wir einfach mal an. Was heißt das denn? Die Schnitzel brennen an. Ich werd fuchsig. Die Schnitzel brennen an. Guck mal, ihr zwei Damen für Bratkartoffeln und drei Schnitzel. Da krieg ich einen Schreikrampf. Ja? Ich hätte an eurer Stelle alle Bons reinkommen lassen und dann hätte ich zum Beispiel immer drei Tische rausgegeben. So, und dann hätte ich vorher die Röstkartoffeln schon vorbereitet, hätte die Schnitzel abgebraten, hätte sie kurz im Konvektor warm gehalten und hätte ich einfach nur noch rausgeschmissen. Was sagt ihr? Katastrophe, unorganisiert. Wenn ich sehe, dass die Leute sich da auch in der Küche gegenseitig mehr im Weg stehen, als sie sich gegenseitig helfen würden, das muss ganz klar neu strukturiert werden. Ja. Die Gäste sind noch nicht einmal mit Getränken versorgt worden. Ein großer Service-Fauxpas. Was passiert hier? Die warten. Die warten, ewig. Genau. Und was ist mit der Stimmung? Die kippt. Es ist noch kein Brot, es ist kein Besteck. Es ist kein Getränk, die Gruppe kommt, 40 Leute, vorher abfragen, komm, wir bringen euch schon mal Brot, wir bringen euch schon mal einen Dip, wir bringen euch schon mal ein Getränk. Und so ist schon Infrastruktur da, Genussinfrastruktur. Und keiner fühlt sich zu spät oder zu schlecht behandelt. Was wäre, wenn ihr Gast seid? Also, wenn ich irgendwo sitzen würde und eine Dreiviertelstunde oder fast eine Dreiviertelstunde auf ein Getränk warte, dann würde ich einen Kotzreiz kriegen. Ja, ja. Genau. Ich hatte auch das Gefühl, dass unser Kellner immer nur zu uns gekommen ist und die anderen Tische erst gar nicht beachtet hat und dann erst, als wir völlig versorgt waren, dann weitergegangen ist zu den nächsten Tischen. Da sagt sie was ganz Wahres, und zwar geht es um das Timing. Ne? Man muss als Gastronom drauf haben, mit dem Auge alles zu übersehen, aber auch alles zu checken. Tisch 28. Der Applaus war ein Tritt in den Arsch. Ja, natürlich. Peinlich. Die waren schon in einer Situation, dass sie gar nicht mehr frustriert waren, sondern die fühlten sich auf einmal schon, die haben sich daraus einen Witz gemacht. Das ist ja schon eine Stufe weiter. Das muss sich ändern. Und das geht so nicht mehr. Quatsch noch mal drüber. Wichtiges Thema. Ja, sehr wichtiges. Und ich wollte euch einfach mal zeigen, wo der Hase bei euch speziell herläuft. Nur wenn die beiden die Logistik und die Teamführung in den Griff bekommen, hat der Rinderstall eine Perspektive. Katastrophe. Man hat einen anderen Blick und ja, Chaos. Chaos pur, müssen wir ändern, wir brauchen einen Plan. Punkt. Ich bin davon überzeugt, dass dieser Anschauungsunterricht gerade gut war. Sogar sehr gut, denn wenn die Menschen sich dabei sehen,
wenn sie Fehler machen. Verstehen sie auch, was es bedeutet. Und ich glaube, dass sich dadurch auch der Hebel viel besser umlegen lässt. Muss er jetzt auch. Denn morgen ist großes Finale. Und dafür müssen Schlachtpläne her. So. Okay. Ich sehe schon, ihr macht Notizen für morgen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ihr müsst für alles Pläne schreiben, euch hinsetzen und es abarbeiten. Und was gibt's morgen zu essen? Wollt ihr dann ein Menü machen? Also ich würde schon dahin tendieren, ein Menü zu machen. Mhm. Okay. Ist schon eine mega Geschichte, die man jetzt zusammen so durchgeht, ne? Mhm. Und wenn ich jetzt hier so hingucke, dann denke ich auch so, mein Gott, also bis hierhin hat sich's ja wirklich gelohnt. Ne? Es wäre schade, wenn es jetzt nicht klappen würde. Ne? Bis morgen, ne? Bis morgen. Bis morgen. Vielen Dank. Nun liegt es in den Händen des Paares. Nicht so ein gutes Gefühl für morgen. Und ihr? Ich weiß nicht. Hoffentlich fällt das morgen nicht alles ins Wasser. Regnen tut's ja schon. Doreen und Esteban schmieden bis tief in die Nacht Pläne, um wirklich alles umzusetzen, was der Sternekoch ihnen gezeigt hat.